hoc passionis tempore. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Christus ist wahrhaft vom Tod erstanden. Sein Licht leuchtet in der Dunkelheit des Todes. Halleluja! Guten Morgen allen, die jetzt das hier sehen und hören, was ich zeigen und sagen möchte. Ein frohes Osterfest wünsche ich allen. Gerade habe ich in der Pfarrkirche hier in Pömsen die Osternacht gefeiert für all die, wo ich den Eindruck hatte, dass es ihnen gut tut zu wissen, dass es wenigstens stellvertretend jemand für sie tun darf. Euch allen, Ihnen allen wünsche ich von Herzen das Licht des österlichen Lebens, das österliche Licht der Freude. Gerade beim Aufgehen der Sonne. Es ist noch kalt hier und frisch, aber diese Sonne wird uns erwärmen. Schon ein Bild für das, was Ostern möchte. Vieles ist noch unerlöst in unserer Welt, aber durch dieses Osterfest wird wieder etwas wärmer, wird wieder etwas neu mit Licht erfüllt, was nicht hell ist und was nicht warm ist. Schauen wir mal, was das sein wird. Ich stehe hier inmitten eines Baumes, einer der vielen Kirschbäume hier auf dem Pfarrhof in Pömsen. Zahlreiche Blüten werden blühen. Einige sind schon aufgegangen. Unendlich viele werden es sein, nicht zu zählen. Und daraus werden Früchte werden, wenn alles gut geht. Früchte, die wir genießen können. Früchte, die uns das ganze Jahr über erfreuen. Im Pfarrhaus gibt es eine Menge von Gläsern mit Kirschmarmelade und einige Flaschen mit Kirschbrand. Wunderbare Dinge, die uns die Natur gibt. Für mich ein Zeichen des Lebens. Ein Zeichen dafür, dass das Leben stärker ist als alles, was es bedrohen könnte. Ein österliches Zeichen. Denn das Leben ist aus diesem Baum ja nie herausgekommen. Es hat sich nur verborgen und es ist verwandelt worden. Ich stehe auch deshalb hier in diesem Baum, weil ja alles einmal mit einem Baum angefangen hat. Wir erinnern uns. Gott hatte diese Welt erschaffen und Adam und Eva gesagt, ihr dürft von allen Bäumen im Paradies essen, nur von dem einen da in der Mitte, da lasst ihr bitte die Finger von. Das ist der Baum des Lebens und der Erkenntnis. Wir wissen, was passiert ist. Natürlich wollten sie von diesem Baum essen, weil es der Baum des Lebens war, weil sie Angst hatten, das Leben zu verlieren, weil sie sicher gehen wollten, immer leben zu können. Christus ist am Baum des Kreuzes für uns gestorben. Er hat uns den Baum des Lebens neu geschenkt. Wir brauchen jetzt nicht mehr verbotene Dinge zu tun, um das Leben uns gleichsam zu erhaschen oder uns irgendwie kriminell zu besorgen, gegen den Willen Gottes. Das ist passiert. Wir haben es und wenn wir uns ihm öffnen, bleibt es auch in uns. Diese österliche Botschaft, die möge uns besonders in dieser Corona-Krise erreichen, wo wir ja nicht wissen, wie es weitergeht, wo so viele Fragen da sind, wo wir vielleicht auch gerade an diesem Osterfest, in diesen Ostertagen das jetzt umso schmerzlicher empfinden, weil wir nicht an Gottesdiensten teilnehmen können und weil wir unsere Familienangehörigen nicht besuchen können. Das Leben ist stärker als das Dunkle auch dieser Tage, denn diese Tage sind die österlichen Tage, die uns mit diesem neuen Licht der Hoffnung stärken werden und wir werden wieder in eine andere Weise des Lebens kommen. Ja, in eine verwandelte, da bin ich auch sicher. Das Leben nach dieser Corona-Krise oder in den nächsten Monaten wird nicht mehr so sein wie das Leben vorher. Wir werden vielleicht ein anderes Verhalten an den Tag legen, etwa in unseren Reisen, dass wir gar nicht mehr so weit reisen möchten, weil wir Sorge haben, was ist denn, wenn es nochmal passieren sollte, dass ich dann irgendwo auf einer Insel festsetze. Unser Konsum wird sich verändern und wir werden sicherlich noch einmal besonders neu spüren,
welche Beziehungen wirklich sich lohnen, zu stärken und zu pflegen und worauf es wirklich ankommt in unserer Welt. Das Leben, es ist nie weg, es wird immer nur verwandelt. Ich glaube, die österliche Botschaft im Jahr 2020 lautet, das Leben nach der Corona-Krise, es wird deins bleiben. Es wird anders sein als vorher, aber es wird Leben sein, Leben in Fülle. Österliche Botschaft und österliche Hoffnung kann man nicht machen. Die muss man sich schenken lassen, die dürfen wir uns schenken lassen. Durch Menschen, die davon geprägt sind, die davon ganz erfüllt sind. Es gibt ja keine Beweise für das österliche Geschehen, aber es gibt Hinweise, Hinweise durch Menschen, die davon erfüllt sind. Einen ganz deutlichen Hinweis auf die Auferstehung sehe ich nach wie vor in dem Grabtuch von Turin. Dieses Grabtuch, das führt uns ja gewissermaßen an der Nase rum. Sie kennen alle dieses Tuch mit diesem unwahrscheinlich beeindruckenden Abbild dieses gekreuzigten Mannes. Das Grabtuch von Turin hat Wissenschaftler aller Zeiten fasziniert. Man hat Untersuchungen angestellt und hat festgestellt, oh, das, was wir da untersucht haben, das kann gar nicht aus der Zeit Jesu stammen. Dann kamen wieder andere und sagten, ja, das, was ihr untersucht habt, das sind auch Restaurationsstoffe, die mal irgendwann darauf genäht worden sind, das sind gar nicht die Originale. Es wird keinen Beweis für die Auferstehung geben, aber es gibt einen Hinweis, der jetzt durch die neueste Forschung am Turiner Grabtuch für mich aufgeleuchtet ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es ja gar nicht möglich war, in der Antike oder noch früher in der Zeit Jesu ein Tuch so zu fälschen, dass dieser Abdruck in dieser Negativweise dort auf dieses Tuch oder in dieses Tuch hineingelangen konnte. Man hatte einfach nicht die technischen Möglichkeiten dazu. Und ein ganz kluger Wissenschaftler hat jetzt einmal gewissermaßen die Auferstehung nachgespielt. Er hat eine Puppe genommen, hat sie in ein Tuch gewickelt und hat sie mit sehr hoher Energie erfüllt. Wie das wissenschaftlich physikalisch geht, weiß ich nicht. Und siehe da, durch diese riesige Energie, die da plötzlich gestrahlt hat, da hat sich dann dieser Abdruck in der gleichen Weise wie im Turiner Grabtuch in das Tuch hineingedrückt. Kein Beweis für die Auferstehung, aber eine Botschaft, dass nämlich, wenn wir uns beeindrucken lassen von Ostern, vom Leben, von der Auferstehung, von der Botschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod, wenn das in uns eindringt, dann ist es überhaupt erst möglich. Das Leben lebt dadurch, dass wir uns vom Leben beeindrucken lassen, von der Lebendigkeit all dessen. Hier jetzt beim Aufgehen der Sonne am Ostermorgen und in den kommenden Tagen. Ich wünsche uns nicht nur österliche Tage, ich wünsche uns österliche Wochen, Monate. Ich wünsche uns österliches Leben in den kommenden Zeiten. Seien Sie, wie Sie wollen. So, allen eine wirklich gute österliche Zeit an diesem Tag. Fest der Auferstehung, Fest des Lebens. Möge all das, was wir hören, was wir sehen, was wir erleben, was vom Leben kündet, in unser Herz gelangen. Alles Gute, Ihr Edgar Zohr aus Pölmsen. Musik